Eine Frau wurde in der Wohnung tot aufgefunden in Wien. Außerdem in der Sendung Flucht vor Polizei endet mit dem Tod. Wir blicken nach Moskau, Geburt mit Gewehrkugel. Dann 9/11, Terrorplaner wollen sich schuldig bekennen. Und dann haben wir noch einen seltsamen Kuss für Präsident Macron. Das und mehr sind meine Themen heute am 1. August. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Ja, beginnen wir gleich in Wien. Eine junge Afghanin ist in einer Wohnung tot aufgefunden worden. Verdächtig ist der Mann der Frau. Er soll geflüchtet sein. Wir haben mit einer Nachbarin gesprochen. Am Donnerstagvormittag wurde eine 29-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Wien-Meidling gefunden. Die Leiche wies mehrere Stichverletzungen auf, teilte die Polizei mit. Laut Krone-Informationen vor allem an Hals und Brust. Krone TV war vor Ort und hat mit einer Nachbarin gesprochen. Heute circa um 8:30 hat bei uns geläutet und ein Mann war da und er hat gesagt, er braucht meine Hilfe, und damit ich die große Tür aufmache. Ich habe nicht sofort verstanden, dann hat er gesagt, seine Verwandte ist vermisst. Natürlich ich schwör. Dann habe ich die Tür aufgemacht von unserem Garten und einfach Männer waren auch dabei. Und ich habe mich einfach bei seiner Seite hingesetzt, damit ich einfach weiß, was in meinem Garten quasi abläuft. So. Mhm. Und die haben zwei Leiter gebracht und ich habe denen einen Tisch angeboten und sie haben versucht, irgendwie zur Wohnung zu kommen. Mhm. Aber die Assistentin war alleine mit Kindern, da war ich hier und rund und da und rund. Deswegen bin ich in die Gruppe gegangen und habe gesagt, sag mir einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid. Und dann habe ich erfahren, dass da die Tasse liegt. Ein Gewaltverbrechen, dass sie das. Und dann, wie gehen Sie damit um? Es ist ja der Kindergarten so nah. Haben Sie das irgendwie? Wir haben den ganzen Tag heute einfach in der Gruppe verbracht, obwohl wir jeden Tag rausgehen. Und ich habe natürlich aus dem Fenster natürlich immer wieder geschaut, ob da viel Bewegung ist, viel Tumult. Viel Polizei auch da gewesen? Polizei war ganz viel da unter dem Fenster und im Stiegenhaus. Ich habe nur ab und zu rausgegangen, um zu schauen, ob etwas abläuft, weil ich mich irgendwie, weiß ich nicht, verantwortlich für die Kinder und so. Später, fast um 11 habe ich letzten Bescheid gegeben, dass wir essen und schlafen, dass sie uns bitte nicht stören, weil wir sind jetzt alle quasi so in einem Haufen, dass niemand kommt und die Kinder absteckt. Also mein letzter Kontakt mit Polizei, einfach so ein Blick. Ich bin vom Kindergarten, darf ich meinen Garten schon zusperren? Sie haben gesagt, ja, sie dürfen zusperren. Ich habe zugesperrt und darüber gegangen, indem wir beim Wechsel. Wurden Sie von der Polizei auch gefragt, ob Nein. Sie was gehört haben? Nein. Haben Sie mitbekommen, dass es da manchmal Streit gab in der Wohnung? Nein, nie mitbekommen. Und wie gesagt, wir waren jetzt einen Monat in den Ferien. Wir sind erst seit Montag wieder da. Kannten Sie die Frau, das Nein. Opfer? Nein, absolut ohne Ahnung. Nein. Furcht. Wie geht es Ihnen, wenn Sie mitbekommen, dass da etwas Schlimmes passiert ist, ganz nah von der Frau? Ja, ich bin seit 3 Jahren da und so die. Wie soll ich das sagen? Das Publikum ist schon so ein bisschen speziell, immer Müll da, da sind irgendwelche Baracken mit vielen Singenden, Musikhörenden, Rauchenden, Trinkenden da. Und, Entschuldigung, da fällt mir gerade ein Telefon. Es war schon ein unrundes Gefühl, hier zu sein, aber das war's. Ja, also einfach. Jede Gesellschaft hat so ein bisschen sozial schwächere, sozial stärkere. Genau, also sie waren irgendwie eher da, mehr los, aber dass wir in einem richtigen Haus was Probleme haben, das war's. Wir kannten diese Leute nicht und wir haben nie etwas mitbekommen, obwohl wir, wie gesagt, seit Jahren diesen Garten nutzen und auch letzte Woche haben wir abgehört. Dankeschön. Also letzte Woche, diese Woche, die jetzt da. Danke. Aufgrund der Spurenlage wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Die Polizei wurde durch einen Angehörigen des Opfers gerufen, der sich Sorgen gemacht hatte. Weitere Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Alle weiteren Infos dazu finden Sie auch auf krone.at. Schauen Sie da mal vorbei. Ja, und bei einem Überholmanöver prallte ein 24-jähriger Mann mit einem abgestellten Lkw-Anhänger zusammen. Davor ist der Lenker vor der Polizei geflüchtet. Im Auto fand man eine Suchtmittelwaage mit Drogenrückständen. Nach einer Verfolgungsjagd in Simmering war ein erst 24 Jahre alter Mann frontal in einem Lkw-Anhänger geprallt. Der Lenker war zuvor von der Polizei davongerast. Er konnte nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Bei einer routinemäßigen polizeilichen Lenker- und Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten eine Suchtmittelwaage mit Suchtgiftrückständen im Auto. Daraufhin wurde der 24-jährige Lenker wie auch sein Beifahrer immer nervöser und aggressiver.
Der Autofahrer wurde von der Polizei zur amtsärztlichen Untersuchung zum Zwecke der Feststellung der Fahrtauglichkeit aufgefordert. Das hat er jedoch verweigert. Er stieg plötzlich aufs Gas und fuhr los. Ein Polizist versuchte noch, den Lenker am Wegfahren zu hindern und wurde mehrere Meter mitgeschliffen. Kurz haben die Beamten den Sichtkontakt verloren. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der PKW aber wieder gesichtet. Der 24-Jährige soll ein Überholmanöver durchgeführt haben und danach eben mit einem Fahrbahnrand abgestellten LKW-Anhänger kollidiert sein. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte nur mehr den Tod des 24-Jährigen feststellen. Ein Mann wurde Mitte Mai im eigenen Zuhause überfallen. Erwartet hatte eine hübsche junge Frau, als er die Tür öffnete. Ja, dann kam plötzlich alles ganz anders. Es soll um Drogen gegangen sein. Mitte Mai öffnete ein Mann seine Wohnungstür. In Erwartung einer jungen, hübschen Frau. Stattdessen überfielen die 31-Jährige und zwei Begleiter den Drogendealer, raubten ihm 1.500 Euro. Ich sollte dabei den Lockvogel spielen, gibt die Angeklagte im Wiener Landesgericht zu und kassiert dafür eine Gefängnisstrafe. Das Opfer hat sich eigentlich gedacht, er kann eine nette Frau kennenlernen, eröffnet die Staatsanwältin den Prozess. In der Früh des 12. Mai kontaktierte die 31-Jährige den jungen Mann. Wir waren nicht nüchtern zu dem Zeitpunkt, gibt sie vor dem Schöffensenat zu. Ihr Verteidiger Sascha Flatz meinte, sie hat den erstbesten Drogendealer angerufen. Mit dem Taxi fuhr die 31-Jährige zusammen mit den zwei Bekannten zur Wohnung des Opfers. Sie stürmten in die Wohnung, hielten ihn fest und hätten aus der Wohnung 1.500 Euro mitgenommen. Dabei soll die 31-Jährige die ganze Zeit mit einem Messer drohend im Türrahmen gestanden sein. Das und die mitgenommene Geldsumme streitet die fünffach Vorbestrafte ab. Der mitangeklagte 22-Jährige, der dritte wird abgesondert verfolgt, findet für die Aussage der jungen Frau klare Worte. Da stimmt gar nichts. Kein Wort. Er hätte die Drogen bezahlen wollen und auch können. An dem Tag hätte er schließlich Arbeitslosengeld bekommen. Das glaubt ihm der Schöffensenat am Ende aber nicht. Er verurteilt ihn zu 3,5 Jahren Gefängnis. Die 31-Jährige kassiert für den schweren Raubüberfall in der 7 Jahre Haft. Ihr Verteidiger Sascha Flatz meldet sofort volle Berufung an. Das Urteil ist dadurch nicht rechtskräftig. In einer Pressekonferenz präsentierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz den FPÖ-Heimatsommer. Im Zuge dieser großen Sommeroffensive mit Veranstaltungen will man sich mit der Bevölkerung vernetzen und verbinden. Die FPÖ setzt für die kommenden Wochen ihren Heimatsommer auf den Terminplan, denn die Freiheitlichen wollen ab sofort im Vorfeld der Nationalratswahl am 29. September den Lautstärkeregler hochdrehen, wie Generalsekretär Michael Schnedlitz bei einer Pressekonferenz am Donnerstag ankündigte. Hunderte Veranstaltungen in ganz Österreich bilden wie in einer Pyramide den Boden und die breite Basis dieser Sommeroffensive. Organisiert und begleitet von unseren Orts-, Bezirks- und Landesgruppen und natürlich unterstützt von unseren Kandidaten zur Nationalratswahl eben auf Bezirksebene, auf Wahlkreisebene und auf Landesebene. Da wird es geben eine bunte Mischung aus Kultur, aus Brauchtums, aus Handwerks- und Traditionsveranstaltungen rund, aber auch um Kulinarik und ganz einfach gemütlichen Beisammensein. Speerspitze werde dabei Parteichef Herbert Kickl sein. In den kommenden beiden Monaten werde es primär um Vertrauen gehen, so Schnedlitz. Anspruch der FPÖ bei der Nationalratswahl sei ganz klar der erste Platz. Es wird nämlich einen riesengroßen Kraftakt benötigen, dass wir diesen Befreiungsschlag, von dem ich zu Beginn gesprochen habe, auch wirklich sicherstellen. Sie alle kennen die Umfragen. Die schauen durchaus gut für die Freiheitliche Partei aus. Es ist aber noch nichts, noch gar nichts gewonnen. Die ÖVP befindet sich, und das wissen Sie auch alle, in der Schwankungsbreite auf Schlagdistanz mit der Freiheitlichen Partei. Und genau deshalb wird es diesen Kraftakt von Seiten der FPÖ gemeinsam mit den Menschen auch brauchen, damit es eben nicht 5 Jahre weitergeht wie bisher. Start für den Heimatsommer ist am 6. August ein politisches Picknick im Wiener Burggarten. Offiziell in den Wahlkampf starten will die FPÖ dann in der ersten oder zweiten Septemberwoche. Und wir blicken ins Ausland. Ein Baby wurde mit einer Luftgewehrkugel im Bauch geboren, nachdem der Vater versehentlich auf die Schwangere geschossen hatte. Der unglaubliche Vorfall ereignete sich in Moskau.
Diese Röntgenaufnahmen zeigen ein Neugeborenes mit einer Kugel im Bauch. In Moskau wird ein kleines Mädchen im Mutterleib von einer Kugel aus einem Luftgewehr getroffen. Als der Vater mit der Waffe hantiert, soll sich ein Schuss gelöst haben. Das Projektil sei dann abgeprallt und habe die Mutter in den Bauch getroffen, schreibt die Nachrichtenseite Unilad. Sofort alarmieren die werdenden Eltern Rettungskräfte. Die Mutter kommt in ein Moskauer Krankenhaus, wo Ärzte schnell Entwarnung geben können. Laut einer offiziellen Mitteilung hat die Abteilung für Neugeborenenchirurgie einen Anruf über die Überführung eines Kindes mit einem Fremdkörper erhalten. Auf Röntgenbildern ist das Projektil im Bauch des Säuglings zu sehen. Doch die Ärzte entscheiden sich zunächst, die Geburt abzuwarten, bis sie das Metallstück entfernen. Das Projektil war nur knapp 1 Zentimeter lang und etwa 1,5 Zentimeter breit und hat die lebenswichtigen Organe des Kindes nicht verletzt. Nach der Geburt des Kindes konnten die Ärzte die Gewehrkugel unter der Haut des Kindes in der vorderen Bauchwand entfernen und das Kind anschließend nähen. In Frankreich wird herumgebusselt oder schaut es einfach nur so aus? Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele am vergangenen Freitag kamen sich Präsident Emmanuel Macron und die Sportministerin seltsam nahe. Schauen Sie mal. Ein Schnappschuss von der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris beschäftigt derzeit ganz Frankreich. Auf diesem sieht man Präsident Emmanuel Macron und seine Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra bei einem äußerst innigen Moment. Beide umarmen sich, während die Ministerin den Staatschef mit geschlossenen Augen auf die Wange küsst. Auf dem Bild sehen die beiden Politiker aus wie ein Liebespaar. Dem Magazin Madame Figaro war die Aufnahme als erstes Medium aufgefallen. Die Ministerin habe Macron regelrecht am Hals gepackt, hielt dieses fest. Während die Redakteure des Magazins den Kuss eher seltsam fanden, attestierte Midi Libre Oudéa-Castéra eine überschwängliche Freude über den gelungenen Olympia-Auftakt. In den sozialen Medien wird seit dem Auftauchen des Fotos nicht nur über den Kuss heftig debattiert, sondern auch über die anderen Anwesenden. Premierminister Gabriel Attal zum Beispiel schaut für viele Beobachter demonstrativ weg und ist peinlich berührt. Ein User auf der Kurznachrichtenplattform X meinte: „Ich finde dieses Foto unanständig. Es ist eines Präsidenten und eines Ministers nicht würdig." In unmittelbarer Nähe des Kusses befand sich übrigens auch Macrons Ehefrau Brigitte, die auf anderen Aufnahmen ebenfalls zu sehen ist. Zum wichtigsten Tuschelthema derzeit schweigen die beiden Hauptprotagonisten. Ja, und der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge vom 11. September, Khalid Scheich Mohammed, hat nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums einer Strafvereinbarung zugestimmt. Und mit seinem Schuldeingeständnis könnte er einer möglichen Todesstrafe entgehen. Terrorplaner vom 11. September 2001 wollen sich schuldig bekennen. Der Chefplaner Khalid Scheich Mohammed und zwei Komplizen stimmen einem Deal mit der US-Justiz zu. Laut dem US-Verteidigungsministerium könnten sie so der Todesstrafe umgehen. Alle drei sitzen seit 2003 in Haft. Ihnen werden Terrorismus und die Ermordung von fast 3000 Menschen bei den Anschlägen in New York und Washington vorgeworfen. Khalid Scheich Mohammed sitzt seit 2006 im berüchtigten US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba. Er gilt als Chefplaner der Anschläge. Er soll auch die Kommunikation und die Finanzierung des Vorhabens geregelt haben. Im Jahr 2003 wurde er in Pakistan gefasst und vom US-Geheimdienst CIA verhört. Einem Bericht des US-Senats zufolge wurde er während der Verhöre gefoltert. Dort sollte ihm wegen seiner Rolle bei den Anschlägen des 11. September vor einem Militärtribunal der Prozess gemacht werden. Das Verfahren gegen ihn und mehrere Mitangeklagte hat sich jahrelang verzögert. Das umstrittene Gefangenenlager befindet sich auf Kuba im US-Marinenstützpunkt Guantanamo Bay. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp war nach dem Terror des 11. September 2001 in den USA unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten. Menschenrechtsorganisationen fordern seit langem die Schließung. Noch immer ist dort eine kleine Zahl von Häftlingen untergebracht. Am 11. September sind bei dem Anschlag rund 3000 Menschen getötet worden. Die Terrorplaner hatten zwei gekaperte Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und eine weitere Maschine in das Pentagon nahe Washington gesteuert. Ein viertes Flugzeug ist im Bundesstaat Pennsylvania abgestürzt.
Ein 17-Jähriger hat in Großbritannien drei Mädchen erstochen und weitere Personen verletzt. Wir haben darüber berichtet. Ja, nun ist auch ein Protest eskaliert. Mehr als 100 Menschen wurden festgenommen. Die Teilnehmer forderten, die Einreise irregulärer Migranten zu stoppen. Nach der tödlichen Messerattacke in Southport ist ein Protest britischer Ultranationalisten nahe dem Regierungssitz Downing Street eskaliert. Mehr als 100 Menschen wurden bei den Ausschreitungen am Mittwoch festgenommen. Ein Sanitäter und ein Polizeibeamter wurden leicht verletzt. In Videos ist zu sehen, wie es am Mittwoch zu einem Handgemenge zwischen Demonstranten und der Polizei kam. Medienberichten zufolge warfen Randalierer Flaschen und Dosen, aber auch Feuerwerkskörper gegen den Zaun zur Downing Street. Die Protestaktion stand unter dem Motto »Enough is enough«, »Genug ist genug«. Teilnehmer riefen »Rule Britannia« und forderten in Sprechchören, die Einreise irregulärer Migranten zu stoppen. Laut Polizei steht aber ein 17-Jähriger unter Mordverdacht, der in Großbritannien geboren wurde. Die BBC berichtete, der Teenager sei Sohn ruandischer Eltern und lebe seit mehr als 10 Jahren in der Region Southport. Er soll am Montag 3 Mädchen erstochen und 8 weitere Kinder sowie 2 Erwachsene teils schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde inzwischen wegen 3-fachen Mordes und 10-fachen versuchten Mordes angeklagt, wie die Polizei mitteilte. Der 17-Jährige befindet sich nach Polizeiangaben in Untersuchungshaft und soll an diesem Donnerstag vor Gericht in Liverpool erscheinen. Rechtsextreme werfen den Behörden vor, die Wahrheit über die Herkunft des mutmaßlichen Täters von Southport zu vertuschen. Falschnachrichten hatten das Gerücht in Umlauf gebracht, es handle sich um einen irregulär eingereisten muslimischen Asylbewerber. In Southport nördlich von Liverpool hatten bereits am Dienstagabend nach einer friedlichen Mahnwache etwa 200 bis 300 Rechtsextreme randaliert und die Polizei attackiert. Dabei wurden 53 Beamte verletzt, 8 davon schwer. Einige Straßen glichen am Mittwoch einem Trümmerfeld, nachdem Randalierer nahe einer Moschee mit Ziegelsteinen, Mistkübeln und Straßenschildern Polizisten attackiert hatten. Die britische Regierung verurteilte die Ausschreitungen scharf. Randalierer würden die volle Härte des Gesetzes spüren, kündigten der neue Premierminister Keir Starmer und Innenministerin Yvette Cooper an. Und auch der US-Wahlkampf, der bleibt schmutzig und es wird auch ordentlich ausgeteilt. Kamala Harris habe lange mit ihrer indischen Abstammung geworben und sei dann plötzlich schwarz geworden. Das meint Donald Trump. Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris scharf angegriffen, mit Blick auf ihre Herkunft und Hautfarbe. Harris habe lange ausschließlich mit ihrer indischen Abstammung geworben und sei dann plötzlich schwarz geworden, behauptete Trump bei einem Auftritt vor der Nationalen Vereinigung Schwarzer Journalisten in Chicago, bei dem sich der Republikaner einen harten Schlagabtausch mit den Moderatoren lieferte. Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor einigen Jahren plötzlich schwarz wurde und jetzt will sie als Schwarze bekannt sein. Der frühere US-Präsident schob nach, also ich weiß es nicht, ist sie indisch oder ist sie schwarz? I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way and then all of a sudden she made a turn and she went. She became a black person. Er respektiere beides, doch Harris selbst tue es angesichts ihrer Kehrtwende offenbar nicht. Ich glaube, das sollte sich jemand anschauen. Harris ist die erste Frau, die erste Schwarze und die erste Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat. Sie wurde in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter, eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin, kam aus Indien. Das Weiße Haus reagierte empört auf Trumps Aussagen. Sprecherin Karine Jean-Pierre nannte die Äußerungen beleidigend und abstoßend. And I think it's insulting for anybody. It doesn't matter if it's a former leader. A former president, it is insulting. Jean-Pierre, selbst die erste schwarze Frau auf dem Sprecherposten im Weißen Haus, betonte, niemand hat das Recht, jemanden zu sagen, wer er ist, wie er sich identifiziert. Trump hatte bereits 2020 vor Harris Amtsantritt rassistischen Verschwörungstheorien
über die Demokratin Raum verschafft. Darin wurde angezweifelt, ob sie überhaupt Vizepräsidentin werden dürfe, weil ihre Eltern bei ihrer Geburt noch keine US-Bürger gewesen seien. Schon Jahre zuvor hatte Trump sich an Verschwörungstheorien beteiligt, die Ex-Präsident Barack Obamas Geburtsort und damit seine Qualifikation fürs höchste Staatsamt in Frage gestellt hatten. Trump war damals einer der prominentesten Vertreter der Theorie, wonach Obama in Kenia geboren worden sein soll. Obama, der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten, kam im US-Bundesstaat Hawaii zur Welt. Außerdem verteidigte Trump halbherzig seinen Vize J.D. Vance gegen Kritik und spielte dessen Bedeutung im Wahlkampf herunter. Zu Vance umstrittenen Kommentaren über Kinderlose sagte Trump bei einem Auftritt vor der Nationalen Vereinigung Schwarzer Journalisten, er ist sehr familienorientiert, aber das heißt nicht, dass etwas nicht stimmt, wenn man keine Familie hat. Auf die Frage, ob Vance, der kaum politische Erfahrung hat, ab dem ersten Tag fit für sein Amt wäre, reagierte Trump ausweichend und erklärte, historisch gesehen hat der Vize Präsident, was die Wahl betrifft, keinen Einfluss. Und hier geht's weiter mit dem Sport. Wir sehen uns morgen wieder.